Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Let's Play auf der Hof Bergmann im LS19. Willkommen. So, ich bin gerade hier mal angekommen. Die Tür kann man wirklich aufmachen. Okay, hier kommen wir rein ins Haus. Ich sehe gerade, das ist im Grunde das Standardhaus. Oh, die Tür geht auch auf. Geht die auch auf? Nee. Ist im Grunde das Standard-Farmhaus, nur mit einem rückwärtigen Eingang. Wir haben hier eine Garage. Da steht das Auto drin. Ich habe noch keine Ahnung, was hier los ist. Kann ich da schon einstellen? Ja. Achso, warte mal. Ich muss hier noch ein paar Einstellungen machen. Wenn euch das Projekt gefällt, dann würde ich mich über ein Abo, Like oder einen Kommentar befreuen. Sehr gerne. Ich lasse hier mal alles an. Speicher mal. Helfer aus. Pflanzenwachstum machen wir mal auf. Lass mal auch auf normal, komm. Haben wir was zu tun. Ich fahre jetzt hier gerade mal das Auto zum Eberhard. Ich habe aber keine Ahnung, wo der Eberhard ist. Ah ja. So. Das ist die Hof Bergmann Map, ja. Die kam jetzt erst vor kurzem raus, so wirklich. Hier gibt es diverse Produktionen. Und da werden wir uns so langsam mal reinarbeiten. Hof Bergmann. Berg oder Bergmann? Bergmann. Jetzt hast du aber eine Vollbremsung hier hingelegt. So, ja, ich fahre ja schon weg. Das soll jetzt kein RP-Projekt werden in dem Sinne, sondern einfach so ein Projekt mit ein bisschen Story. Deshalb werde ich einfach so ein bisschen drumherum erzählen. Denn Eberhard kennt ja der ein oder andere noch vom Projekt, wo ich die Timelapse gemacht habe auf der Südhämmern. Ich weiß gar nicht mehr auf welchem. Oh, hier bin ich schon im Dörfchen im nächsten. Und da drüben ist auch der Händler. Aber so wie es aussieht, ist der noch zu. Landtechnik Fuchshausen. 8 bis 22 Uhr. Okay. Dann gehe ich mich einfach mal ein bisschen umgucken. Hier auf der Burg Hof Bergmann Map. Vom Andi. Gibt es einiges Neues. Wir gucken gerade mal über die Einsicht rein. Hier gibt es ein Gasthaus. Was auch immer man hier machen kann. Also grafisch gesehen richtig geil. Alles stark konturiert. Waren einmal vom Hof 6 bis 15 Uhr. Ah, hallo. Da steht einer rum. Mit viel wenig Haaren. Okay, hier kann ich dann wohl irgendwelche Waren abliefern. Kann mal reingucken. Das Gasthaus, ja, das nimmt Waren an. Es nimmt an Milch, Eier, Käse und was auch immer das hier hinten ist. Was könnte denn? Brot vielleicht? Keine Ahnung, gibt es eine Bäckerei? Reifeisen, Biogas, Forstgebiet, Schreinerei, Forstgebiet, Kornmühle. Kornmühle. Ah, Kollege. Kann man durch die ganzen Verkaufspunkte durchtippen? Nee. Ihr seht gerade, wir haben schon einiges an Fahrzeugen. Auch zu. Produktion. Wie kann ich denn? Ich kann mit dem reden? Die auch die aktuellen Preise.
Ah, hier. Mit Müller reden. Müller reden. Ah, okay. Produktionsvorgang Kornmühle. Wie viel Weizen ist drin und wie viel. Aha. Okay. Ich muss auch gerade mal gucken, weil ich glaube, ich habe noch gar kein Land. Ich muss mal das hier kaufen. Und dann schauen wir mal. Was wir hier machen. Die 2 und die 3 sind erntereif. Gerste und Hafer. Dann werde ich doch zuerst mal hier das hier kaufen und die 3 auch kaufen, oder? Ne, die 3 kaufen wir noch nicht. Ich habe nämlich eine andere Idee. Ich werde erstmal so ein, zwei Sachen. Ich war beim Auto. Habe ich eigentlich gedacht, ich. Warte mal, den Drescher. Hier. Nee, warte mal. Cool. Ich werde mal gerade den Drescher verkaufen. Auch werden wir auch zum Eberhard fahren und uns einen etwas größeren holen. Jetzt nicht direkt den Mega-Drescher, aber schon einer, der ein bisschen größer ist, weil mit dem hier wollte ich jetzt nicht unbedingt arbeiten. Oh. So, viele Interaktionsmöglichkeiten haben wir hier auf der Hof Bergmann. Das ist im Moment erstmal ja, klar. Ein Singleplayer-Projekt. Jetzt überholt er uns hier. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das in der nächsten Woche dann ändert oder mal, dass ich da so gucke, dass sich das ändert. Ist davon abhängig, wen ich dazu einlade, hier an dem Projekt teilzunehmen. Das werden wir dann sehen. Und dann werden wir da so ein bisschen in eine Richtung gehen. Dass es ein bisschen unterhaltsamer wird, aber ich werde jetzt hier, ich fange jetzt hier erstmal alleine an und dann schauen wir einfach mal, wohin uns das Projekt führt. Ich werde natürlich immer wieder so Anekdoten vom Eberhard oder so einbinden. So. Ich habe noch nicht viel gesehen von der Karte. Ich bin jetzt auch wirklich mit Aufnahmedatum das erste Mal auf der Karte. Und schaue mir die so mehr oder weniger an. Ich bin einfach mal gespannt, was uns das Teil hier so bringt. Wir werden jetzt den Drescher hier verkaufen, den Pickup verkaufen, weil den brauchen wir nicht. Wir haben auch noch den John Deere Gator. Da gibt es hier sogar als Mod mit dabei noch einen zusätzlichen Flüssigkeitenanhänger und einen kleinen, ja, so wie Fliegel, also einen ganz kleinen Fliegel, der auch für den Gator ist. Geht aber nur, glaube ich, nur maximal 2000 Liter rein oder so. Aber das ist ja völlig in Ordnung, um zum Beispiel die Hühner zu füttern oder so. So, jetzt müssen wir immer noch eine Viertelstunde warten. Vielleicht bringe ich dann doch noch ein bisschen noch was anderes hierher zum Verkaufen. Oh. So. Dann haben wir hier schon mal die zwei stehen. Ja, das sollten die anderen auch durchkommen. So, und dann habe ich gesehen, wir haben hier den. Stimmt gar nicht, war ich schon mal hier drauf. Vor der Aufnahme war ich einmal hier drauf. Ich habe nämlich gesehen, wir haben hier mega viele Fahrzeuge. Das ist dieser John Deere Gator. Hier der Flüssigkeitenanhänger, dann der normale. Dann haben wir hier noch einen. Ein Tankanhänger zum Transport diverser Flüssigkeitsanhänger ist umrissbar zum Gülleausbringer. Das würde ich mir gerne mal anschauen. Hier LSFM Modding hat hier einen eigenen Reiter erstellt. Wenn ich hier drauf gehe, Konfiguration, Gülleausbringer. Okay, dann kriegt er hinten so einen Güllestreuer dran.
Was richtig geil ist bei diesem, also zum einen der Shop, richtig nice. Dass es nicht mehr irgendwo in einem schwarzen Verkaufsraum drin steht, sondern hier extra animiert wurde. Und dann haben wir hier die komplette Farbpalette für alles. Für die Felgen und für den Tank. Das ist richtig nice, weil da könnt ihr richtig euch selbst verwirklichen. Der hat 18.000 Liter, auch als Güllefass möglich. Ja, da könnt ihr wirklich die Farben nehmen, die ihr haben wollt. Und das ist halt cool. Die Körns, schwarz-weiß, Reifen, gibt es verschiedene. Das ist wirklich schön. So, aber worauf ich eigentlich raus wollte, ist, dass wir hier ganz schön viele Traktoren haben. Wir haben 313 Vario, wir haben 1, 2, 2, 5, 15 Favorit. Wobei ich jetzt nicht weiß, weshalb der eine. Warum der hier noch 15.000 mehr wert ist, oder sich 16.000 wie der andere. Dann haben wir hier noch einen 724 Vario und einen Johnny. Und ich würde fast sagen, dass wir die alle drei auch verkaufen. Aber dafür würde ich jetzt sagen, nicht verkaufen. Steige ich jetzt gerade mal in den Johnny ein. Das scheint mir nämlich der größte Traktor zu sein. Oh, der ist schön. Nehmen wir dann nehmen wir den hier. Ah, der hat eine Frontretaulik auch mit dran. Ja. Wo steht denn der andere rum? Komm mal gucken. Hier. Der hat auch eine Frontretraulik und Frontlader. Ja, der 313, den brauchen wir wirklich nicht mehr. So, ich würde sagen, ich fahre mit dem hier jetzt mal schnell zum Eberhard. Dann wird man den ein bisschen umkonfigurieren. Also dem ein schönes neues Design verpassen, also ein bisschen. Und dann holen wir uns einen Tieflader. Und gucken, dass wir alle drei Traktoren oder zwei Traktoren, ich muss mal überlegen, die ich verkaufen will, dann noch verkaufe. Und vielleicht verkaufe ich auch den Johnny noch, weil der hat nur einen Front, nur einen Heckattacher. Vielleicht verkaufe ich den auch noch und wir holen uns noch irgendwie was anderes. Aber jetzt gehen wir erstmal ein bisschen drauf und organisieren unseren Hof neu. In Schwarz gefällt mir der hier sehr gut. Was ein bisschen schade ist, es ist wohl bloß foliert, fällt mir gerade auf, weil hier innen, im Innenraum, da haben wir noch ein paar grüne Flecken vorne an der Windscheibe. Da oben auch, hier hinten auch. Also ist wohl bloß foliert. Naja. So, warte mal, was ist hier, dass wir uns da auch gleich mal angucken. Pferdehof Fuchsal. Schön. Es ist schon alles recht schön. Och, der ist sogar schön. Also du kannst hier wirklich als Pferdehof theoretisch starten. Hier musst du das Zeug reinkippen. Das ist schön. Und das sind wahrscheinlich Lieferpunkte. Gucken wir gerade mal. Pferdehof, jawohl. Da kann man abliefern. Heu und Stroh. Gras gibt's gar nicht. Da fehlt eins an den dreien. Nehmen wir an, das ist Heu und Stroh. Und dann kann man hier noch diverse Getreidesorten abliefern. Wahrscheinlich als Kraftfutter für die Tiere. Richtig nice, die Map. Es ist auch stimmig, was jetzt die ganzen Häuser angeht, ja. Also die sind jetzt nicht irgendwie wild zusammengewürfelt. So. Sondern das sieht alles gut aus. So, kann ich denn den verkaufen? Ja.
Tja, das ist jetzt die Frage. Kann man einmal außen rum gehen? Kann der Händler auch irgendwelche Schrottfahrzeuge abstellen? Ja, toll. Supi gemacht. Was ist hier? Weberei Lamprecht. Lambert. Also ja, die Schilder sind auch alle schön. Verschiedene Öffnungszeiten haben wir hier. Das heißt, wir können nicht immer alles gleich verkaufen, sondern wir müssen auch mal gucken, dass wir die richtige Zeit erwischen. So, ich würde trotzdem gern wissen, wo der Trigger zum Verkaufen ist. Der hier drin ist. Oh, da ist sogar auch jemand. Hallo. Nee, hier nicht. Ah, doch, hier. Warte. Ich hab's gesehen. Hier, ein bisschen unscheinbar. Okay. Gut. So, jetzt habe ich gesagt, ich brauche einen Tieflader. Und eine Dolly. So, das mit dem Shop ist halt richtig cool. Muss ich gerade mal gucken, was der Tieflader für Felgen kriegen kann. Okay. Dann wollen wir eine Dolly mit Lizard-Reifen, also mit normalen Reifen. Okay. Dum-dum. Den Zapfen einrasten lassen. Gut, dann fahren wir mit dem Teil mal schön nach Hause. Verladen die Traktoren. So, warte mal. Normal kann man den doch irgendwie. Ja, komm nicht. Der hat aber ganz schön. Kann man den gar nicht verlängern? Das ist jetzt nur für ein Fahrzeug. Dann haben wir schon wieder Blödsinn gemacht. Ah, doch. Ah ja. Okay. Gut, geht. Gut, Drescher haben wir nämlich auch verkauft. Das heißt, Drescher müssen wir uns dann auch noch einen neuen zulegen. Die erste Folge wird ein bisschen länger sein. Ich werde gucken, dass ich die anderen Folgen dann wirklich so um die 15 bis 20 Minuten mache, nicht über die 20 komme. Dass es einfach ein bisschen strukturiert ist. So, ich fahre den gerade mal aus. Dann können wir hier die anderen Fahrzeuge aufladen. Wie gesagt, ich wollte den kleinen Fendt hier auf jeden Fall verkaufen. Also, Moment.
Gucken wir gerade mal. Vielleicht kriegen wir das sogar. Der passt sogar drauf. Der ist sogar ohne Probleme da drauf gefahren. Hammer. So, was ist hier denn? Ich habe gehört, an all solchen Dingern kann man irgendwie mit E was anstellen. Hier kann man irgendwas anzapfen. So, wo steht denn jetzt noch der... Da steht noch ein Vent. Nehme mal auch den Ladewagen gerade mit raus, weil das vergesse ich, dass der hier drin oder nee, kommt und dass wir hier stehen. So. Ein bisschen Luft sollte man schon noch lassen. Kann man hier Spanngurte anbringen? So nicht. So, und irgendwo müsste jetzt noch Johnny rumstehen. Alle hopp. Alle hopp. Nee. Wo steht denn der? Der ist mit Frontlader. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt gerade steht. Wo bin ich denn hier? Ganz oben. Der ist zwar leistungsstark, aber... Ich würde ihn trotzdem verkaufen. So, die Schaufel lasse ich mal da. Die können wir benutzen. Aber Frontlader an sich, den verkaufen wir. So, dann haben wir hier mächtig was parat stehen. Also ein Hund. Noch ein bisschen die Positionen justieren. Sehr schön. Gut, dann wäre unser Gespann eigentlich fertig. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir das ganze Zeug hier zum Eberhard gebracht haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Like, Abo und Kommentar nicht vergessen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!